dieses Jahr freuen wir uns ganz besonders, dass wir wieder einmal mehr Datenrückläufe generieren konnten als in den Jahren zuvor. Also dieses Mal sind es 23.700 Daten, die uns für die Beurteilung der marktlichen Entwicklung zugrunde liegen. Jetzt mache ich noch mal kurz den Bogen auf die Erhebung und das Verfahren. Also im Zwei-Jahres-Turnus wird der Mietspiegel veröffentlicht. Der wird den Stand Januar 2017 haben. Wir generieren jeweils Daten aus den zurückliegenden 4 Jahren. Das heißt, wir erfassen die reellen Marktdaten, das Marktgeschehen, wie sie sich in den Bestandsmieten und bei den Neuvermietungsmieten der vergangenen 4 Jahre ergeben haben. Und sicherlich stellen Sie sich dann immer wieder die Frage, ja klar, wie haben sich denn die Mieten jetzt entwickelt? Es ist eine Entwicklung festzustellen, und diese, und da möchte ich gerne auch immer wieder darauf hinweisen, ist sicherlich dynamisch anders zu betrachten als das Mietenangebot, was Sie auf den Online-Portalen finden. Denn da ist es einfach so, dass Mieten angeboten werden, aber sie sind noch nicht realisierte Mieten. Und nur die realisierten Mieten, die tatsächlichen Mieten, haben aber letztlich dann Einfluss bei uns hier in den Mietspiegel. Generell beruht das Erhebungsverfahren auf einem offenen Erhebungsverfahren. Das bedeutet, dass wir alle letztlich Anbietergruppen auf dem Kölner Mietenmarkt berücksichtigen. Also nicht nur die privaten Vermieter, es sind die genossenschaftlichen Vermieter, sicherlich auch seitens der Stadt. Dann haben wir die Rolle der Mieter und der Vermieter in gleicher Weise, und damit ist gewährleistet, dass wir auf jeden Fall einen Rücklauf aus allen Winkeln und Mietvertragsverhältnissen aus Gesamtköln innerhalb unserer Datenbasis eben auch generieren können. Dann vielleicht jetzt dann schon konkret zu der Entwicklung des Mietspiegels. Ohne mich jetzt auf die Details einzulassen, kann ich Ihnen an der Stelle schon mal kundtun, dass sich das Mietenniveau wieder erhöht hat. Allerdings nach unserer Einschätzung durchaus moderat. Im Durchschnitt, also wenn man jetzt die gesamten Baualtersklassen mal heranzieht, durchschnittlich 3,5%. Frau Lindner hat selber gesagt, wir haben eine relativ moderate Entwicklung. Da mag der ein oder andere sagen, wie kann denn sowas sein? Die Mieten explodieren doch. Wenn Sie sich aber mal genau die Zahlen angucken, dann werden Sie sehen, dass wir von den Forschungsinstituten insbesondere auch andere Werte haben. Es ist ja oft gesagt worden, wir haben Mietsteigerungen von 30 oder mehr Prozent. Dazu muss man sagen, dass es erstens in der Regel Einzelfälle sind, das ist kein Gesamtphänomen. Und zweitens bezieht sich sowas allerhöchstens auf die Neuvermietung. Und das wissen Sie auch, dass die Neuvermietung auch nur einen, gewissen Bruchteil vom gesamten Mietbestand ausmacht. Was natürlich für einen Mieter auch noch von großer Bedeutung ist, das sind die Nebenkosten. Ein Mieter sieht ja grundsätzlich erstmal seine Bruttomiete, gar nicht die Nettomiete, sondern der macht einen Strich drunter und sagt, was muss ich bezahlen. Und wenn Sie sich die Entwicklung der Nebenkosten angucken, dann hat die Entwicklung oder die Steigerungsraten der Nebenkosten überhaupt gar nichts mehr zu tun mit den Steigerungsraten der Nettomieten. Das heißt, die Nebenkosten, will nicht sagen explodieren, aber sie machen mittlerweile, Herr Becher hat mit Sicherheit auch noch Zahlen dazu, sicher ein Viertel von der Gesamtmiete aus. Also das, reduziert einen Vermieter natürlich auch schon insofern seine Nettomiete anzupassen. Und also aus unserer Sicht, das Wort muss natürlich wieder kommen, Mietpreisbremse. Für uns wäre natürlich viel, viel lieber eine Nebenkostenpreisbremse als eine Mietpreisbremse. Wir haben in der Vergangenheit, der Mieterverein und wir tun es eigentlich immer noch, appellieren wir auch an die Politik, gerade was die Steigerung der Nebenkosten angeht, doch moderat vorzugehen. Denn es ist auch eine Tatsache, dass der Preistreiber vor allem bei den Nebenkosten die Kommunen sind. Und das darf in dieser Situation auch nicht verschwiegen werden. Also der pure Blick immer nur auf die Nettomiete ist eigentlich oder lenkt von einem durchaus gravierenden Problem ab.
die Mietentwicklung nach dem neuen Mietspiegel, Frau Linden und Herr Tewes haben es schon gesagt, ist noch relativ moderat. Ich hatte Schlimmeres befürchtet, aber die Werte zeigen, dass es noch gemäßigt weitergegangen ist. Das ist auch sehr wichtig für die Mieterinnen und Mieter, denn das Gutwohnen ist im Laufe der Jahre immer teurer geworden. Kollege Tewes hat schon richtig ausgeführt, die Betriebskosten spielen auch eine große Rolle. Die sogenannte zweite Miete nach den Erhebungen des Deutschen Mieterbunds, Betriebskostenspiegel, können Betriebskosten im Einzelfall bis zu 3 Euro, 3,30 Euro pro Quadratmeter und Monat betragen. Thema Mietpreisbremse, ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, hier bei uns in Köln, aber ich behaupte, das ist es bundesweit so, ist die Mietpreisbremse so, wie sie im Gesetz steht und wie sie gehandhabt wird, ein stumpfes Schwert. Stumpfes Schwert ganz einfach deshalb, bei Vertragsabschluss muss der Vermieter nichts offenlegen, wie hoch die Miete beim Vormieter war. Der Mieter stochert da im Nebel, wenn er überhaupt stochern will. Und vielfach ist es ja auch so, da sind wir uns auch einig, wenn ein Mieter heute eine neue Wohnung nach langem Suchen gefunden hat, ist er froh, überhaupt die Wohnung zu haben und fängt dann nicht nach einem Monat oder 2 Monaten an, wie kann ich jetzt unter Umständen die Miete senken, lass doch mal prüfen, ob Mietpreisbremse eingehalten wurde oder nicht. Da will auch kein Clinch mit dem Vermieter. Ich sage ganz offen aus der Praxis des Mietervereins Köln, wir hatten in den 1,5 Jahren, in denen die Mietpreisbremse jetzt gilt, 2 Fälle, wo wir es mal überprüft haben, weil Mitglieder uns darum gebeten haben. In einem Fall in Sülz wurde die Miete dann von 12 Euro auf 11 Euro gesenkt. Bei 90 Quadratmeter waren immerhin 90 Euro pro Monat, die die Mieter dann sparten. Der Vermieter war auch sofort einsichtig, aber ansonsten spielt die Mietpreisbremse, so wie sie ist, keine Rolle. Für mich ist relevant, wir brauchen mehr Wohnraum. Es muss gebaut werden. Verwaltung ist an 2 Punkten angesprochen worden. Zum einen bei den Nebenkosten, die explodieren ja. Da muss sicherlich Einhalt oder dämpfend eingewirkt werden. Die Gebühren, die genommen werden, müssen kostendeckend sein. Aber man muss sich sicherlich überlegen, in welcher Höhe da Gebühren tatsächlich verursacht werden bei den Nebenkosten. Und der zweite Punkt, auch da ein klares Ja, die Stadt muss zusammen mit den Interessenvertretern für mehr bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt sorgen. Aber ich brauche natürlich nicht nur Geld, sondern ich brauche auch Bauland. Beides zusammen muss zusammenkommen, damit man Wohnungen bauen kann. Außerdem müssen natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Das, was in der Vergangenheit an Gesetzen ergangen ist, einschließlich Mietpreisbremse, trägt also nicht unbedingt dazu bei, private Investoren zu veranlassen, Wohnungsbau zu betreiben. Die Mietpreisbremse hat keine einzige neue Wohnung geschaffen, vermutlich aber einige verhindert. Wir sind ja ein Zusammenschluss von 56 Wohnungsunternehmen, davon 28 Wohnungsgenossenschaften und bewirtschaften in Köln ungefähr 100.000 Wohnungen. Das ist ja immerhin schon in etwa 25% des Mietbestandes in Köln. Für uns ist der Mietspiegel ja eigentlich nur ein Begründungsmittel, um etwaige Mieterhöhungen aussprechen zu können. Wir sind nicht diejenigen, die diesen Mietspiegel, das kann ich auch für die Unternehmen sagen, ausschöpfen werden, weil wir auch bei unseren Durchschnittsmieten eher am unteren Rand der Preisspanne liegen. Wir haben im letzten Jahr eine Erhebung gemacht unserer Netto-Kaltmieten. Und da liegen wir über alle Wohnungsunternehmen und auch über alle Bestände bei moderaten 6,34 Euro. Vielleicht noch zur Mietpreisbremse. Wir sind ja auch der Auffassung, dass mehr Wohnungen gebaut werden müssen, um grundsätzlich auch ein größeres Angebot zu schaffen. Dazu werden verschiedene Versuche unternommen, die aus unserer Sicht allerdings auch nicht greifen.
Wir sind der Meinung, dass die immer als gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und auch insbesondere die Genossenschaften die institutionelle Mietpreisbremse sind und insofern da auch ein Stück bevorzugt werden sollten bei der Grundstücksvergabe. Es gibt da auch Bemühungen der sogenannten Konzeptvergabe, allerdings die Grundstücke, die dort von der Stadt zur Verfügung gestellt werden, sind sicherlich diejenigen, die auch schon immer problembehaftet waren und das auch in Zukunft sein werden.